gesichert. Boah. Was war das denn? Das war eine Bazooka. Okay, so die Front ist gesichert. Die Front ist gesichert. Psch, boom. Der läuft da. Das ist die große Musik der heldenhaften Leute von Gates of Hell. Wir spielen Conquest Enhanced Mod für das neue Liberation DLC. Mit dabei der Fifiro und der Black Eye. Oh mein Gott. Hallo. Ich bin ihre Pants. Ich liebe dich. Mach mich schwanger. Nein. Oh nein. Ich will ein Kind von dir. Irgendwie bald hin. Es geht los. Der Fifiro hört das Intro, glaube ich, jetzt zum vierten oder fünften Mal sogar. Weil ja, wir haben geübt die letzten Tage und Conquest Enhanced hat sich stark geändert und mit der neuen amerikanischen Fraktion, die wir ja schon gespielt haben, wir haben jetzt überlegt, USA zu spielen, nochmal, wenn das hier nicht funktioniert und dann werdet ihr das Video auch niemals sehen. Ne? Also wenn ihr uns hört, dann wisst ihr, wir spielen. Ach ja, Inception hier. Also, wir haben probiert mit dem üblichen Know-how zu spielen, das heißt, wir spielen mit Infanteriegeschütz, ne, und ballern alles weg. Und wir machen Nebel des Krieges an. Das konntest du vergessen. Ohne Nebel des Krieges haben wir es gerade so geschafft. Ist aber nicht der einzige Grund, weil es ist einfach auch frustrierender und es ist einfach, fehlt sehr viel Ambiente mit Nebel des Krieges. Also wir haben es jetzt nochmal probiert. Also nein, es geht gar nicht. Für alleine spielen schon bestimmt, aber so gar nicht. Dann haben wir uns entschieden auf die, na, der Black Eye ist ja eher der Panzertyp. Forsch Panzer, ich bin Forsch 88 und der Fichu ist Forsch Fahrzeuge mit 15 MGs obendrauf. Aber ja, wir sind jetzt zum Panzer 38 gegangen, G, und wollen zum Marder Hetzer und zur Grille. Und dann gehen wir hart auf Infanterie, Großdeutschland und wir gucken mal. Ja, also, wie gesagt, wir spielen den Mod Conquest Enhanced brutal, das ist richtig brutal und viel Spaß, Leute. Die Folgen und Runden gehen ja auf jeden Fall länger. So sieht's aus, wir haben zwei Panzer 38er, ein Panzer 2, eine Tank Crew, dreimal Infanterie, dreimal Handkarren und Medic. Handkarren. Sie werden uns retten. Utah Beach Landing, Select Mission. Wir spielen, ich würde sagen, zwei Erforschung, oder? Ja, Forschung richtig jetzt am Anfang. Zwei Erforschung. Ne, wir nehmen direkt drei Fabrik, aber nee. So, ja. Leute, viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Hab ich das schon gesagt? Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Okay, es geht los. Hier sind wir. Wir sind auf der Karte. Wir mussten jetzt warten, dass alles lädt und auf geht's. Ein in die Freude. Also nicht wundern, die Karten sind hier so vergrößert bei Conquest Enhanced. Sollen wir mit dem Teil hin? Damit die, keine Ahnung, warum der das eigentlich macht. Damit die, keine Ahnung. Genau, schieb erstmal nur den Karren davon. Okay, was haben wir denn hier so? Da stehen schon, ja, Scott steht auf jeden Fall immer rum. Da ist eine Mu. Bertha. Schwing die Euter, Bertha. Mörser. Wir denn? Ne, da müssen wir erst auf die Panzer warten, sonst hat das alles keinen. Ja, ich hol jetzt den hier. Panzer. Zack. So, für Fifiro geht Panzer 2. Ja. Becker den. Ach, jetzt haben wir wieder Nummern auf dem Panzer. Ich bin 445. Becker ist 496. Okay. Ah, laute Panzer, ich höre keinen mehr reden. Wunderschön. Okay, keine Ahnung. Ich nehme die linke Flanke. Oder was auf. Ja, ja, genau. Fifiro nimmt das Zentrum mit seiner Kanone, oder? Stirbt ja, erstmal. Ne, der Fifiro ist ja unser Fliegenschiss quasi. Hier, ich teile auch mal die Panzerbesatzung auf. Hier schon direkt an unser Lieblingspanzer rum. Ja. Aber wir müssten weiter schießen können als der. Berühmte letzte Worte. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Wobei es so schwierig kann. So weit müsste er eigentlich nicht schießen können. Ich kann aber an ihn ran, weil hier überall Mauern sind. Aber schieß doch auf mich, der Sack. Ey. Oh, ich komme nicht durch frontal, glaube ich. Ah doch, Turm oder Geschütz müsste gehen. Ja, Fifiro schießt drauf, das ist natürlich nicht so klug. Er geht doch erstmal... Sunny ist tot. Ich, der Sanitäter. Trifft immer die Besten zuerst.
Warum ist der überhaupt so weit vorne? Oh, sehr schön. Oh, der Mörser schießt. Ist das der 4,7 Inch? Der kann mich nämlich kaputt machen. Alter, was hat mich denn da getroffen? Der Mörser wahrscheinlich. Der Sniper-Mörser, sehr gut. Ist leer. Ich denke mal, den Mörser angreifen. Ja. Ich bringe den Handparren. Das ist so geil. Die Panzer hat aber ja eine richtig langsame Turndrehrate. Ja, anfängt die deutsche Panzer. Dieses MG eben. So, meine Front ist Mörser freigeschossen. Sehr gut. Was meine Front schon mal gesichert. Boah. Was war das denn? Das war eine Bazooka. Okay, so die Front ist gesichert. Die Front ist gesichert. Psch, boom. Der läuft da. Den. Jagd den. Sie nicht überleben. Pass auf, das sind ehemals Garants. Die machen den Squad weg. Und da kommen 50 Kaliber, nur so als Vorwarnung. Hab ich auch gemerkt. Davon war ich Front ist gesichert, gedacht, Bazooka. Ja, Panzer hat natürlich, dass er jetzt gefallen ist. Das ist da musst du jetzt mal schnell blöd helfen gehen, Fifero. Knall den ab, Fifero. Was? Den 50 Kaliber Scout-Car vor dir. Wo? Der ist hinter der Mauer. Ach so, ja, das ist eine Hecke. Hätte ja alles so wunderbar funktioniert, ne? Geht direkt der Panzer flöten. Ich kann doch von der Panzer flöten, muss man nicht mehr lassen. Meine Güte. Okay, ist leer. Ja, der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Okay. Jetzt müssen wir den Bazooka-Typen noch. Hast du ihn noch gekriegt? Ja, klar. Nimm mir jetzt erstmal seine Bazooka ab. Um diese ganzen Fahrzeuge nicht zu rumrollen. Er hat mir eine Granate übergelassen für die Bazooka. Dahin. Mann, dieser Handkarren ist ziemlich schnell. Ich glaube, der ist down, du kannst ihn nicht mehr töten. Wie bitte? Dieser Handkarren ist ziemlich schnell dafür, dass er nur von Hand trinken wird. 5 Kilometer. Ist halt kein richtiger Anhänger, den. Zieht die relativ gut. Boah, ich ist über die Infanterie. Ja! Es ärgert mich, dass sie mir direkt den Panzer geknackt hat. Das war eine schöne Explosion. Nein, nicht die Militärpolizei, alles passiert nicht. Bisschen nah genug am Mikrofon, Black Eye. Ja. Okay, ja, jetzt. War dem auch. Na gut. Oh, da ist noch der Mörder. Der ist. Den kannst du nicht töten. Ich schieß nicht auf ihn, das ist die KI. Töte ihn, Fifero, töte. Obwohl, der hat gerade Lebensenergie verloren, irgendwie. Ja, ich schmeiß da gleich auf den Granate auf ihn drauf. Okay. Ich glaube, ich mache das Spiel ein bisschen leiser, dann hört man euch auch. Schön. Das wäre doch was. Okay, mein Gott, da steht aber auch echt viel auf dem. Guck mal, da hinten kommen. Die Amerikaner, die kommen auf den Strand gelaufen, aus dem Meer raus. Wie die Untoten bei Fluch der Karibik. Ja, genau. Die guten Untoten. Was steht eigentlich da? Ach, da ist ein, so ein Quadro-Ding. Quadrocopter. Dann bleib mal kurz hier, Fifero. Ich fahr da mal grad rüber.
einen brauche ich jetzt den Panzer nicht mehr mit Munition versorgen. Nee. Das Problem hat sich von alleine gelöst. So, weg damit. Der blöde Sack. Das spielt sich direkt anders. Also davor, wie wir es gespielt haben, das war die Hölle. Ich? Ja, also das ist der Unterschied von Tag und Nacht. Also hier. Kommen denn da alles für Geschütze über das Wasser? Das ist ja übel. Oh Gott, das sind alles Brownings. Nein, bitte nicht. Selbst, wir haben sogar APC, Dingensmoments. Ja, also. PCR meinst du? Ja, PC, AC, BC. PC, AC, CC, CEF. ABC, EFG, ich verschütte meinen Kaffee. Mach das jetzt mal weg hier. Das auch mal weg. Sehr schön. Ich komme gar nicht in die Schussfeld verlagern Laune, weil ich so gestresst bin. Ja. Das ist etwas stressiger als sonst, das muss ich auch zugeben. Aber wobei jetzt, wo mein Panzer weg ist. Oh, oh, raus da, raus da, raus da, raus da. Das ist sabotiert. Schnell! Mann, lauf! Du kriegst ja auch manchmal nicht raus. Ich würde auch immer nur einen rein tun, weil der Fifuro hat beim Testen irgendwie zweimal drei Leute verloren, weil er jedes Mal meinte. Ich habe nur einen drin gehabt, aber ich wollte trotzdem, dass er schnell aussteigt. Weiß ja nie, wo das hinführt. Hier liegen ein paar rum. Ich hol jetzt mal den Handkarren zu meinem Schatzeputz. Handkarren. So eine mittelalterliche Waffe. Man bringe den Handkarren. Man bringe den Handkarren. Schnell, schnell. Und wie auch der, einfach die Explosion. Ich dachte so, entweder ist da jetzt ein Traktor explodiert oder der Black Eye. So, dann natürlich nicht ich. Aber es würde mir nicht passieren. Also ich dachte eher, also ich hab auch eigentlich eher mit dem Fivero gerechnet, ehrlich zu sein. Ihr habt mich aber auch schon wieder nicht gemocht, ne? Als wir da alle zu dritt angekommen sind, hat der Panzer natürlich auf mich geschossen. Und die ja. Nein, oh, ah, weißt du, ich... Aber man muss sagen, von der Genauigkeit geht nichts über die, das MG42, MG34, deutsche MGs halt. Jetzt der Handkarren schon leer. Wohin mit dem Ding? Panzer erwartet ihre Befehle. Ich hab den Punkt gerade von der Seite bin jetzt auch mit zwei in den Mörser gegangen und stand mit meinen ganzen Squads daneben. Aber jetzt benutzen sie den, obwohl da steht sabotiert, lustig. Das ist auch gut zu wissen. Gib mir da noch was. Ja. Schussfeld verlagern! Los, mach du Hübeli! Ja, Laser! Der buddelt noch. Scheiß auf Stroh! Warum liegt da Stroh? Mit dem MG reinhalten. Direkt die Masken. Direkt die Masken vernichten. Jetzt habe ich Angst, mit dem Panzer vorzufahren. Ich will nicht das Black Eye-Schicksal erleiden. Kann ich nachvollziehen. Guck ich erstmal, ob hier irgendwo. Diese 75mm Haubitzer. Habe ich auch gerade entdeckt. Haubitzer! Oh ja, die kann dann. Okay, ich fahr jetzt mal weiter. Ah, sehr gut. Mäh. Mein Bein! Mein Bein! Walter Beinfurt. Weg damit! Verdrängung! Oh. Wir werden von einem Scout-Car flankiert. Deckung! No! Schlägt euch hin!
Oh, ich seh's. Ich mach's weg. Ich bin hier drauf. Turm verloren. Ich beziehe mich zurück. Turm verloren? Ja, Granatwerfer. Ah, okay. Handgranatenwerfer. Handgranatenwerfer. Oh, der Mörser. Nee, doch nicht. War zu kurz. Zu kurz, Rüdiger. Rüdiger, keine Kapriolen. Und jetzt kommt ein Scoutcar von der Flanke. Scheiße. Scheiße. Wo ist mein MG? Ah, da kann ich nichts mitmachen. Mist. Sind gleich zwei von diesen Quad-Mounts. Ekelhaft. Ah, ekelhaft, wirklich. Nein! Scheiße, da ist irgendwo ein Mörser. Zwei Mörser. Ich kann ja mit weißem Phosphor schießen. Okay. Verstanden! Panzer, wir sind einsatzbereit! Oh! Wo der getroffen hat, das war nicht mal im Kreis, Mann! War noch nicht! Wolf, Fero, mach ihn weg. Jo. Hat doch jemand Panzerbesatzung? Nein. Ja, ich hab noch zwei. Bräuchte mal einen. Ja, hier kannst beide haben. Brauchst du nicht mehr? Mehr. Schön. Bam. Wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Da liegt ja einer. Was macht der denn da? Der wurde nach vorne gesprengt. Oh, was hat er geschossen? Im Scheinwerfer gerade eben. 35 mm. Obacht. Ja, komm ich nicht hin. Oh, der kriegt mich aber. Oh, scheiße. Nee. Ich geh mal in Deckung. Ich bin doch schon ausgestiegen. Geht's los? Er schießt weiter. Das gibt's doch nicht. Okay. Versuch mal zu flankieren. Hammer. Da kommt noch ein Scout-Car. Jetzt haben wir nur noch den Fifero. Mach das, der Fifero. Ich volles Vertrauen. Bin ich gut. Muss man haben. Weit ist wohl die Reichweite? Weiter als meine auf jeden Fall. Da kommt noch ein Scout-Car. Ja? Wo ist der denn überhaupt? Der Hütte? Oh, scheiße. Ja. Jawohl, der ist weg. Auch noch eine 37 mm. Ich wiederhole, eine weitere 37 mm. Eine 37 mm bitte zur Kasse 3. Scheiße. 3 für 3. Bringt dein Mötting mal lieber in Sicherheit. Danke, dass du aufgehoben hast, aber. Ich habe gerade drei Leute mit einer geklauten Bazooka gekillt. Da hat, Soldat sich. Dings, das. Nee, doch nicht. Ach, die haben den Mörser gleich mit ausgeschaltet. Ist ja nicht. Okay, haben wir eingenommen. Beide. Ich nehme mal hier ich fast erwischt. Den Granatwerfer, der hier rumliegt. Jawohl. Haben wir irgendwas, um die beiden Packs da wegzuholen? Ja, ganz viel Zeit. Ja. Befehle? Ja. Die können wir nur mit Infanterie wegholen. Ich habe einen Mörser, den kann ich aber nicht bewegen. Das ist das Problem. Habe ich wohl den Gunner von dem Quad-Mount mit einem Gera schießen kann? Bestimmt, oder? Ich glaube, du kannst den Helm sehen. Kann, ich will und ich werde. Ich kann auch hier nicht vorrücken, weil hier auch noch ein Quad-Mount ist. Oh, die drehen sich gerade alle zu dir. Nimmt, ja?
Ihr macht das schon, ich hab da volles Vertrauen. Aber wir können die einrauchen und dann schießen. Das könnte funktionieren. Oder ich rauche den Panzer ein und schieße, das könnte auch gehen. Ich habe aber gerade mit dem MG-Schützen noch bei der einen Packer, bei der habe ich auch schon den Soldaten rausgeschossen, tatsächlich. So, mein Panzer ist wieder ready. Die sind auch in Reichweite. Zwei Stück sind das, ne? Ja. Schieß nochmal mit dem MG drauf, lenk die nochmal ab, dann schießt. Ja, Moment. Da ist ein Schwein im Weg. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das eine ist leer. Nein, 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 nein. Ich treffe nur den Boden. Ich treffe nur den Boden. Er trifft auch nur den Boden. Ja, ich hab's. Okay, jetzt machen wir die sehr ganz gut kaputt, oder? Auf jeden Fall Effekt mit den Dingern. Habt ihr keine Chance gegen das MG34? Ja, genau. Lappen? Die haben nämlich keine. Dafür haben sie Emmerns Geranz und Bars. Scheiße. Bam, ach, Junge. Scheiße. Oh, oh. Bart? Warum lebt das denn noch? Wieder. Ich hab's, ich hab's, sehr ich gut hab's. Nichts passiert. Ist halt so schlimm. Da kommen ja noch zwei Dinger. Was ist denn das, was schon fast anrollt? Okay, das ist auch weg. Okay, jetzt hole ich den Mörser. Der MG-Schütze ist hier der absolute MVP. Ach, eine Kette noch kaputt. Da, was haben wir denn da? Okay, das ist ein MG. Und am Strand kommt noch eine Pack. Ah, das sieht so schön hier aus. Ne? Man sieht doch direkt viel mehr. Ist alles viel klarer. Nicht so alles grün. Das, du. Schwieriges MG, du. Den Handkarren finde ich super. Besser als meine Kiste, die ich sonst immer dabei habe. Auf jeden Fall. Ist ja mehr drin, ne? Genauso viel. 250. Mehr als die Munibox hat 200. Ich brauche ein Repair-Kit. Hast du noch eins? Fifero, ist im Handkarren eins drin? Ja, drei Stück, geil. Ja. Der Handkarren, Junge. Was? Der Handkarren. Utah Beach. Ich würde den Mörser jetzt gerne ausknipsen, aber... Ich könnte drankommen. Wir müssen mal ein bisschen vorrücken hier. Kann das Quad-Mount können wir übernehmen. Da ist nur die Soldaten rausgeschossen. Wenn es ein Verteidigungsding ist, dann geht das, glaube ich, nicht. Nee, dann kriegt man das nicht. Aber hast aber du gerade was von Beuten erzählt, Black Eye? Nein. Musst du dich verhört haben. Bei Conquest in Hans bin ich vollends dafür. Ich meine, wir können es probieren, aber... So 50 Kaliber, ich glaube, da können wir einfach nicht drauf verzichten. Nee, das ist Gold wert. So auseinandergenommen da vorne. Das ist richtig Genuss. Boah, das ist balsam für die Seele, nachdem wir es hier vorgespielt haben. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mörser neutralisiert. Ja, ne? Wenn er wüsste. Wenn er wüsste. Ich meine, die haben ja schon die Scots. Die schießen ja schon 10 Meter weiter als das Infanteriegeschütz, glaube ich. Und Besuch, da kommt wieder eine Pack. Oh, und oh, Alter, was kommt denn da bitte? Zwei Scout-Cars. Werde mich ganz spontan um diese Pack kümmern. Und drei 37mm Packs, ne, zwei. Wie lauten die Befehle? Befehle! Was? Was hat er geschossen? In den Busch hier. Okay. Ah, hustet ihr? Lümmel. Sehr gut, sehr gut. Ich bin wieder einsatzbereit. Panzer einsatzbereit. Ja, gut. Bereit. Wollt ihr noch mit rein? Richtig und richtig. Ist da jemand im Bazooka oder so? Da kommen irgendwie blöde Fahrzeuge hingefahren. Die ist nicht kaputt. Der Zero ist doch da. Ich muss hier gerade ein Geschütz noch wegmachen. Mal eine Runde Skat. Ich konnte nicht, ich konnte es nicht, ich musste es probieren. Für die Wissenschaft. Oh, mein Soldat ist mir gerade um die Ohren geflogen.
hinter uns kommt, okay. Ein Scout-Car reingerollt. Ja, ne? Ja. Das krieg ich nicht kaputt. Der Fifiro ist irgendwie bei mir. Ich komme, ich komme. Wo? Ich schieß schon drauf. Aua, aua. Hilfe, Hilfe. Deckung. Deckung, der ist hinter uns hingefahren. Ja, ich hab den schon kommen sehen. Mir auch nicht das Leben gerettet. Kommt jetzt noch einer. Wie lauten die Befehle? Ah, ich komme nicht. RIP. Habe ich fast alle meine Soldaten verloren. 50 Kaliber. Oh, ein 50 tot. Ich nur eine Bazooka gehabt. Gerade mein MG-Schütz ist tot. Ich hab nichts mehr. Ein Soldat hab ich noch, der überlebt. Na, war meint. Jawohl! Ja, du kannst das von mir haben. Wir haben gewonnen. Ja. Oh, wir haben gewonnen. Haben gesiegt, doch auf welche Kosten? Die Anfänge können so konsequent sein. Eine 50er, was mir da gerade in den Rücken geschossen hat, hat 7 Leute getötet. 7? Ich dachte, es wären nur 3 gewesen. Ich konnte. Nee, 7. Die letzten, die ich noch hatte. Und das MG ist jetzt leer, super. Aufpassen, da kommt was. Sogar 2. Oh, scheiße. Ja, ich würde sagen, wir sind hier durch, ne? Also, Nee, wir müssen jetzt hier noch Geld erbeuten und so. Und wenn du meinst? Schön. Oh. Der junge Cookie. Wann geht's los? Mein Messer. Das üben wir aber nochmal für Fero, meine Güte. Das ist ein Hügel im Weg. Du hast ja alles in den Fußboden gescheppert. Keinen besseren Winkel. Ich hab ihn erwischt! Nummer 1. Oh, hab ich was getroffen oder dich, Fifiro? Ja, die Pack schießt auf dich. Hat sie denn aufgehört, auf dich zu schießen? Dich doch gehabt? Jetzt kann ich sie treffen oder was? Er hat sich bewegt. Genau, schieß auf Fifiro. Oh! Ich hab schon zweimal drüber geschossen. Schon wieder. Oh, 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 oh. Ich hab ihn. 2 gefallen. Und da müssen wir jetzt mal hin. Automatik an. Automatik an. Gibt's doch nicht. Ich treff den nicht. Oh Gott. Tun sie. Was ist denn da noch? Ist da noch eine Pack? Nee, MG. Browning. Brofning. Bro. Brofning. Browning. Browning, genau. Ach, jetzt bin ich über die Pack gefahren, die in dem Busch hier war. Düt. 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 Ich nehme das hier gar nicht ernst. Das ist eine schöne Handgranate. Noch jemand Medic? Ja, ich. Okay. Er ist aber gerade am Medikizieren. Wenn du gut suchst, findest du meinen vielleicht in dem Stapel Leichen.
Ah, die gute alte P38. Die muss regeln. Einer noch. Ich werde jetzt meine Soldatenausrüstung mit Garanz kannst du für. Wir haben es geschafft. Ha! Dank meines Handstreichmanövers wurde das hier ein Klacks. Das gehen wir mal looten. Okay. Ich glaube, wir haben gar nicht genug, um die ganzen Sachen zu besetzen. Doch, ich habe doch ein paar. Man kriegt so zwischen 50 und 100 Punkte für so Dinger. Also, so wenig ist halt gar nicht. So, der hat Granate. Pass auf. Was hat der? Was liegt da? Immer ins Garant. Aufheben. So, dann bleibt hier das K98 und die K-Munition. Beutewaffen an eigene Munitionsdinger nachladen ging nicht, oder? Oder? Nee, ging nicht. Bling! Ja? Hier brauche ich noch einen Medic. Ich geb dir den mal. Jawohl! Braucht jemand ein Pflaster? Da. Bereit! Gracias. Gracias! Oh, hier ist ein Schnipper. Ja, nehmen wir den mal halt. Ich wette, wir fangen wieder an, die Verteidiger zu exekutieren und deren FG-42er zu nehmen und so. Was sollen wir tun? Die MP40 ist jawohl. Okay. Aber immer beide Gewehre lassen, sonst ist irgendwann leer. Zack, zack, zack. So. Bling! Der ist check. Bereit. Der ist check und der ist check. Man kann auch die 30 Kaliber von den Jeeps abmachen und so. Gut, dann gehen wir mal ein paar Sachen rein. Da kann man rein. Was, yes? Was sollen wir tun? Ja? Ja, immerhin hat Udo überlebt, das ist schon mal wichtig. Udo! Udo! Der Udo, so. Geht leider nicht, dabei war der Stufe 6, glaube ich. Enttäuschend. Da. Müssen wir reparieren. Tja, Leute, das wird noch ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder, weil dann werden wir zusammen nächste Folge vielleicht forschen oder wir sehen uns auf dem Schlachtfeld und wir sagen es euch da. Es kommt immer drauf an. Es ist einfach, es spart Unmengen an Zeit und das Laden ist nicht immer erfolgreich. Und deswegen, Leute, sehen wir uns wahrscheinlich dann beim nächsten Schlachtfeldgebiet und da erklären wir euch, was wir geforscht und gemacht haben. Wahrscheinlich. Also, bis dahin wie immer, liebe Leute, haut rein. Sikorski. Mm-hmm.